Bei Weidmüller gefällt mir besonders die kollegiale Zusammenarbeit. Es ist ein schönes Arbeiten. Bei Firma Weidmüller ist das Besondere eigentlich, dass wir auf jeden Fall ein familiengeführtes Unternehmen sind. Dass dadurch irgendwo auch eine Sicherheit gegeben ist, aus meiner Sicht. Und es ist halt einfach ein angenehmes Arbeitsumfeld, ob jetzt von Kollegen, Kunden. Bei Weidmüller als Arbeitgeber gefällt mir, dass es halt ein mittelständisches Unternehmen im Familienbesitz ist und in der Business Unit Wind Solution irgendwo der Spirit eines Startup-Unternehmens herrscht. Der Arbeitsalltag besteht in der Hauptsache darin, unsere Kunden zu betreuen und zu versuchen, die Anforderungen des Kunden und die Applikation des Kunden in einer Windkraftanlage zu erkennen und zu verstehen. Wir sind ja in der Technik unterwegs, sind im Einkauf unterwegs und haben dadurch eben halt immer wieder neue Ansprechpartner, wo die Herausforderung natürlich immer wieder neu gegeben ist. Also Arbeitsalltag besteht halt daraus, dass ich hauptsächlich mit Kunden im Gespräch bin, dass ich Termine mitmache, dass ich das koordiniere, aber auch, dass ich die ganze Angebots- und Auftragsabwicklung mache. Als Produktmanager entwickle ich mit dem Kunden zusammen die Lastenhefte. Mich motiviert die Förderung der jungen Leute von der Ausbildung über ein Studium bis hin zu höheren Positionen bei der Firma Weidmüller. Ja, meine Arbeit motiviert mich am meisten, sage ich mal, dass ich ständig neue Personen kennenlerne, dass ich da mit ganz unterschiedlichen Leuten zu tun habe. Für mich ist wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind. Also ich finde es halt einfach eine nachhaltige Branche und das Ziel dahinter ist ja einfach, die Welt ein bisschen grüner und ein bisschen besser zu machen. Die Windindustrie ist aus meiner Sicht eine sehr junge Industrie und sehr innovativ und sehr offen für neue Ideen. Und das ist etwas, was mich motiviert, in diesem Bereich zu arbeiten. Wir sind global aufgestellt und wir können unsere Projekte auch über die Ländergrenzen hinweg verfolgen.